Lukas Hammer von den Grünen ist am Wort. Ja, von der FPÖ haben wir jetzt im Laufe der Pandemie eigentlich nie wirklich konstruktive Vorschläge erhalten, wie wir diese Pandemie bekämpfen. Ich kann mich erinnern, am Anfang, Sie waren gegen die Masken, Sie waren gegen das Testen. Dann, als wir endlich die Impfung hatten, waren Sie gegen die Impfung. Sie waren gegen jede Maßnahme. Als wir dann einen Lockdown und einen Lockdown für Ungeimpfte hatten, haben Sie öffentlich dazu aufgerufen, sich nicht an diese Regeln zu halten. Wie gesagt, das ist das Verhalten der FPÖ in einer Pandemie, wo eigentlich alle Mitglieder dieses Hohen Hauses in unserer Unterschiedlichkeit, wir alle versucht haben, die besten Lösungen für diese extrem schwierige Situation zu finden. Sie waren die einzige Fraktion, die versucht hat, politisches Kleingeld rauszuschlagen und einfach nur irgendwas gemacht haben, so wie diesen Vorschlag, den wir im Ausschuss auch abgelehnt haben. Die Zulassung zur Führerscheinprüfung war im Gegensatz zu dem, was Sie behauptet haben, wenn es beruflich notwendig war, auch für Ungeimpfte, sogar während des Lockdowns für Ungeimpfte möglich, wie gesagt, wenn es beruflich notwendig war. Jetzt, seit dem 19. Februar, sind ja diese Regeln sowieso schon hinfällig, weil es einen 3G-Nachweis geben wird. Ab 5. März wird es weitere Öffnungsschritte geben. Ich weiß auch nicht, warum Sie diesen Antrag auf die Tagesordnung des Verkehrsausschusses reklamiert haben, weil es da schon klar war, dass dieser Antrag obsolet ist. Deswegen haben wir ihn auch, oder unter anderem deswegen haben wir ihn abgelehnt und wir werden ihn auch jetzt ablehnen. Dankeschön. Lukas Hammer von den Grünen. Er kritisiert die FPÖ, die keinen Beitrag zur Pandemiebekämpfung geleistet habe und politisches Kleingeld wasche. Übrigens ist der entsprechende Antrag auch obsolet.